Also wie ist Kerngedau entstanden? Ob man jemand besonders günstig sakriliert oder ob jemand irgendeinen älteren Mächtigeren aufgegessen hat oder so. Oder ob jemand spirituell überfordert wird und dadurch dann irgendwie die Erleuchtung von Kerngedau erfährt. Oder warum Kerngedau die Anmaßung besitzt, sich Dao zu nennen. Sich den Beinamen Dao zu geben. Das ist irgendwie. Bewegungsnot. Und Unzeit entstanden, wo man dann irgendwie sich bewegen wollte. Und sich so frei empören. Was auch sehr gesund ist, oder Fantasie laufen. Auch sehr, sehr gesund ist. Und sich irgendwie ordentlich bewegen. Wie man dachte, das schon so ein bisschen in Asien oder Südamerika. Auch wenn man so ein bisschen rumwackelt, dann schwebt dann ja schon irgendwie so ein Schriftzeichen vor. Also die Sinologie hat das auf jeden Fall zu tun. Es war einfach irgendwie so die Idee, sich so zu bewegen. Ich mach das mal vor. Fällt irgendwie auf, dass beim nächsten Schritt der Schritt fest ist. Und irgendwie größer wird, da ankommt, wo er vorher nicht angekommen ist. Wo er auch nie angekommen wird. Und in dem Moment hakt das im Glauben ein und ist auch nicht mehr wegzukriegen. Und wenn einem dann was egal ist, dann ist es auch bei Freude nicht mehr aus einem rauszukriegen. Und deswegen nennt sich das halt auch Tao, Kerngedau. Und das Gefühl, irgendwie anzukommen, wo ich vorher nicht ankomme, so, habe ich mich nun länger ausgestreckt oder nicht? So wie beim Phönix-Kung-Fu, wo man sich dann immer länger ausstreckt. Oder so. Das sind so Effekte. Und da hat man dann irgendwie eine Figur gehabt. Und dann die Tiger-Figur und dann die Drachen-Figur und dann die Phönix-Figur und dann brauchte das einen Namen. Ich kenne das auch. Ohne Ende fortführbar und man denkt normal, ich habe was ausprobiert, Meditation und Training schlaucht. Komisch ist, das schlaucht nicht. Wir fühlen mal an. Und geht dann weiter bis zur Königsfigur und 50 weitere Figuren von Kiel bis Dromedar. Ja, so wird er auch gemalt, Tamu und Shaolin mit Dromedar und so. Und das tut dann irgendwie so durch den Kopf. Im guten alten Glauben Shin Itai auch mit Toten. Irgendein Tier als Fachwerk zu nehmen oder Fachwerk nach dem Tier zu machen. Das ist irgendwie so die Idee. Und dann hören auf die Wunden auf langweilig zu sein
Und Sinologie macht dann irgendwie kürzere Wörter mit mehr Effekt auf ein Selbst, wo man auch was mit sich selber machen kann. Und die Phonetik und die Sinologie ist einfach die Handhabe. Klangitau entstanden. Es ist nun keine Anthroposophie oder so und auch keine Didaktik. Es ist eher das Programm der vier Jahreszeiten, wo man auch diskutiert und auch die Geschichte repariert und dann auch festlegt, in welchem Datum das war, ob das im warmen September oder im kalten Juni war oder so. Machen wir nochmal ihr. Kerngedau-Studio für Zeitgeschichte zur Entstehung von Kerngedau. Na, diese Mystik, die uns passiert, deswegen filme ich das ja, die ist allerdings echt. Aber ganz etwas anderes als Kerngedau. Und das müssen die Leute wissen, die sowas auslösen.